Jo Freunde, was geht? Mein Name ist Mihailo und heute spielen wir die Weekend League, aber diesmal wieder mit einer Bestrafung. Und zwar heute sind es Habanero Gummibärchen. Ich bin gespannt, wie scharf die wirklich sind. Es steht extra scharf drauf. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht zu sehr reinballern. Und wie letzte Woche auch, diesmal pro Niederlage muss ich von diesen Habanero Gummibärchen essen. Im Vergleich zur letzten Woche hat sich unser Team eigentlich nicht wirklich verändert. Also das Team eigentlich gleich geblieben, bis auf Lauren James, die wir jetzt am rechten Flügel spielen. Aber sonst, ja, das sind unsere Einwechselspieler. Also das Team ist nicht besonders, hat sich nicht besonders verändert oder ist nicht besonders besser geworden. Es ist eigentlich nahezu identisch. Wird natürlich schwierig, weil es gibt schon viele, die halt OP-Teams haben, die ihre ganze Kreditkarte in das scheiß Spiel reingeballert haben. Ladies and Gentlemen, it's match day. Gegner Nummer 1, hoffentlich zu Beginn ein chilliger, ein leichter Gegner, ja, zur Eingewöhnung. Ich habe vorher auch noch mich kurz ein bisschen eingespielt in Division Rivals, 3-0 verloren, man kennt's, also ist egal. Ich hoffe, wir gewinnen das erste Spiel einfach mal, meine Spieler rennen ineinander rein, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Beginn. Ich hoffe, der ist nicht allzu gut und dass wir mal einen chilligen, einfachen Start bekommen. Ich denke, es ist ein guter Start für mich. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir den schlagen können. 2 seconds later. Digga! Ja, wahrscheinlich bin ich jetzt so offen. Es ist so unverdient. Es spielt eigentlich nur ich spiel. Trotzdem wird er irgendwie im Mittelfeld abgefälscht und auf einmal ist er komplett frei. Das ist wieder so lächerlich. Digga, was sind das für Tore? Auch hier, das sollte eigentlich mein Ball sein, schon längst. Ja, der Tempo-Boost, ja, klassischer Tempo-Boost von De Jong, ja. In echt wird der nie in seinem Leben so ein Tor schießen, ja. Das kann ich allen Barcelona-Fans garantieren. Weil der ist nicht schnell, aber da auf einmal, wie wenn er 99 Pace hätte, Digga. Wo ist ein De Jong einfach Stürmer geworden, ohne Spaß. Spielt falsche Position in echt, der sollte eigentlich Stürmer sein. Was ist das für ein Blödsinn? Digga, EA, ihr müsst dieses Spiel, ja, nehmt es vom Markt, patcht es, macht irgendwas. Ja, 4-0 sind wir hinten, macht es Sinn, noch hier drin zu bleiben? Eigentlich nicht, aber ich bilde mir ein, dass es das vielleicht mal in FIFA gegeben hat, dass man, wenn man irgendwie einen Losing Streak hat, dass man dann einfache Gegner bekommt und wenn man quittet, ist das nicht so. Deswegen bleiben wir hier einfach mal drinnen, obwohl es hier eigentlich nichts mehr zu holen gibt. Bei ihm funktioniert halt auch alles. So, es sieht so aus, es ist 5-0, es sieht so aus, als ob er mich komplett herspielt. Es sieht so aus, als wenn ich der schlechteste FIFA-Spieler der Welt bin und ich will auch nicht behaupten, dass ich gut bin, aber trust me, wenn ich das sage, der spielt nicht besonders gut, das Spiel gönnt ihm einfach nur auf einem ganz, ganz anderen Level. Weil sein De Jong, der ist auf einmal Stürmer geworden, so, der performt besser als meine Offensivspieler und der ist 6er, 8er oder was auch immer in Real Life. So, wenn er so gut in echt für Barcelona spielt, dann, ja, schau auch sowas zum Beispiel, dass er den da einfach tunnelt durch die Beine, ja, jetzt juckt's mich doch nicht, jetzt gehe ich doch raus, Digga. Lass mich hier nicht 10-0 wegschießen von irgendeinem Dulli, ohne Spaß. Digga, aus dem nur das Unvermeidbare raus. Die erste Bestrafungsrunde wird jetzt kommen. Ja, 0-1 fängt schon mal super an. Den einfachen Gegner, wie er hofft, den habe ich meiner Meinung nach schon bekommen. Aber EA hat ihm gegönnt bis zum geht nicht mehr. Wir nehmen natürlich nicht eins. Wir ballern gleich ein paar mehr rein. 3 Stück. Boah. Digga. Jetzt kommt's langsam. Wenn du die zum Anfang hin reinnimmst, spürst du nichts, aber. Boah, auf jeden Fall Wasser. Ja, wenn man sie zum Anfang in den Mund nimmt, schmeckt's wie normale Gummibärchen, aber dann im Nachgeschmack, boah. Dann brennt es schon rein, ja. Super, sehr geil. Kann ich wieder mit scharfem Geschmack reingehen. Wir haben auch den Losing Streak jetzt nicht, weil ich gequittet habe. Sehr, sehr geil, ja. Verlass, komm. Nächster Gegner gleich. Kurz und schmerzlos wird das heute, ja. Oh, lass dich doch nicht so spinnen von der. Lass dich nicht so auseinandernehmen. Geiler Torhüter, let's go. Warum hat der hier so viel Platz? Er kann einfach durchgehen in der Mitte. Kann ich auch mal so viel Platz haben? Das ist wie wenn ich eine Formation ohne Mittelfeld spielen würde, ja? 4-0-4 oder irgend so eine Scheiße. Hä? Was ist das? Warum nimmt er sich denn so scheiße mit?
so lächerlich. Ist schon längst auch abseits oder irgendwas? Nein, natürlich nicht. Komm, mach den halt rein, Digga. Gönn mir halt einmal irgendwas, du scheiß Dreckspiel. Bin 2 Meter vor seinem Tor, Digga, es geht nix rein wieder. Wenn der Gegner bei mir so weit vorkommt, ist es jedes Mal ein Tor. Ohne Ausnahme, ohne Spaß. Meine Spieler verlieren auch immer so einfach die Bälle. Digga, warum ist er da immer noch im Ballbesitz? Nein. Komm überhaupt nicht durch bei ihm. Was ist das? Ohne Spaß jetzt, was ist... Habe ich da irgendwas abgestellt, falsch eingestellt? Bin ich der schlechteste Spieler der Welt? Ja. Was ist das? Es geht bei Gegnern so leicht der Ball immer rein. Das ist so ein Hurensohn, wirklich. Das ist so ein Hurensohn. Merkt er, wie er sich schon fühlt? Wer denkt, er ist ein krasser Spieler? Ich hoffe, du hast im nächsten Spiel irgendeinen E-Sports-Pro-Spieler, der dich 20-0 wegballert. Come on, jetzt erobert's den scheiß Ball wieder! Das gibt's doch nicht! Ist auch keine Bewegung in meiner Mannschaft. Keine, 0,0. Digga, da habe ich schon vor 2 Stunden auf Passen gedrückt. Vor 2 Stunden habe ich drauf gedrückt, dass du einen Pass spielst. Das gibt es nicht! Ich bin mit 2 Innenverteidiger bei der. Die kommt trotzdem jedes Mal durch. Irgendeine Katoto, die hat nicht... Das ist nicht mal eine gute Karte, so. Die hat 85 Pace, so wie wenn die 95 Tempo hätte. Ja, diesmal bleibe ich drin, damit ich den Losing Streak bekomme, aber... Seht ihr das, wie einfach das beim Gegner geht? Ich weigere mich zu akzeptieren, dass das zu 100% an mir liegt. Es liegt an mir, aber nicht vollständig. Ich sage ja nichts mehr dazu. Ich sage nichts mehr hier dazu. Nimm dir den Ball noch ein bisschen schlechter mit, ja? Wie ein Kreisligaspieler. Wenn der Gegner in der Position ist, ist es ein Tor, bei mir ist es keines. Weil da kommt irgendwie noch ein Fuß dazwischen, irgendeine Scheiße. Und dann passiert... Ich weiß, es ist 6-0, es ist im Endeffekt egal, aber mir geht es ja ums Prinzip, ja? Er hat so viel Platz halt immer. Wenn ich so viel Platz habe, mache ich auch locker easy Tore. Ja, da wollte ich halt nicht hinspielen. Ja, Bro, Digga, Katoto, die beste Spielerin im Spiel, Digga. Ich kann die nicht mehr sehen mit ihrer riesigen Stirn, Digga. Ja. Another one. Oh, 2 Minuten noch. Pfeift den Scheiß jetzt ab, Digga. Gib mir einen leichteren Gegner und interessiert mich nicht. Aber immerhin eine Verbesserung. Wir haben nur 4 Tore kassiert in der zweiten Hälfte, nicht 5 in der ersten. Das ist doch schon mal was. Auf sowas kann man doch aufbauen, ja. Wir kassieren ja doch noch eins. Schauen wir, dass wir das halten, ne? Oh ja, gut verteidigt, gut verteidigt. Gut verteidigt, sehr schön Jungs, wir haben es geschafft. Immerhin ein Tor weniger kassiert in Hälfte 2, das ist schon eine stabile Leistung. Ja, 5,5 expected goals, aber 9 Dinger. Bei mir ist es eher umgekehrt in der Regel. 0-2, super Start, perfekt, Traumstart in dieser Woche. So, wieder ein paar schöne Haribo-Gummibärchen, gönnen wir sogar mehr, 4 Stück. Interessiert mich nicht, ja, dieses Dreckspiel ohne Spaß. Können wir ja Eier lutschen. Ich bin nicht so schlecht. Ich spiele das seit 10 Jahren. Ich akzeptiere das nicht. Sogar ohne Wasser mache ich jetzt, weil ich hardcore drauf bin, ja. Schieß! Ja, Digga, Halleluja, endlich mal ein scheiß Tor, das gibt's doch nicht. Ich gewinne dieses Spiel jetzt. Ich habe mir 6 Siege vorgenommen, ja. Der Gegner ist nicht gut, ja. Kann ihn schlagen. 2 seconds later. Mann, wie einfach kommt er da durch? Das war mein Fehler, aber trotzdem, ich stehe mit 2 Spielern um ihn. Da muss ich den Ball haben, ja. Einfach schlecht, das ist einfach Kacke gewesen von mir an der Stelle. Also wieder ärgerlich. Matuidi, Digga, der hat 60 Pace, Digga. Der ist 50 Jahre alt. Oder ist das irgendeine dumme Hero-Karte?
Mann! Das gibt es nicht. Ich verliere jeden Ball hier so einfach. Warum ist so viel Platz bei mir? Ich habe nicht eingestellt, dass bei mir viel Platz ist. Die rennen sich mitten rein. Die rennen sich gegenseitig nieder, meine Spieler. Abseits vielleicht irgendwas. Ich gehe nicht raus, ja? Ich gehe nicht raus. Ja, es geht bei mir auch nichts rein. Geht kein Mensch hier, der verteidigt. Es chillt nur jeder. Schaut euch das an! Schaut euch das an und sagt mir, ich bin schuld. Schaut euch das an und sagt mir, es ist meine Schuld. Hör auf zu pausieren, du Hund. Knall den halt irgendwie rein. Beim Gegner ist der jedes Mal drinnen. Beim Gegner ist der so ein Finesse jedes Mal drinnen. Nur bei mir nicht. Da macht er ein Finesse ohne Effet, aber dass der zentral auf den Torhüter geht. Oder einfach gar kein Finesse. Das hatte ich auch schon. Finesse, sage ich schon, Digga. Nur halt auch zu dumm zum Reden wieder, ja. Schaut euch das an, nicht mal sowas geht bei mir rein. Ich hätte locker selbst auch 3-4 Tore schießen können und müssen. Wenn ich jetzt alle Chancen so im Kopf habe. Und das kann auch, lehne ich jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber es kann auch 6-1 für mich stehen. Stop the cap! Könnte auch 6-1 für mich stehen. Ja, schieße ich sogar ein zweites Tor, das meine ich so. Ich hätte locker auch. Es könnte auch 6-6 stehen, es könnte auch 6-1 für mich stehen. Ja, und so, und das geht bei mir halt nicht rein. Das ist halt Blödsinn. Bei ihm ist halt jede Chance reingegangen. Bei mir halt nur zwei Dinge. Das ist eigentlich auch rot und ein Elfmeter, aber gut, was weiß ich schon. Ja, das meine ich, Leute, ja. Da haben wir jetzt den Endstand. Da haben wir jetzt den Endstand. 6-3. Und ich bin jetzt aufs XG gespannt, ja. 6-3. Also ich habe auch 3 Tore geschossen. Hatte ein paar 1 gegen 1 Situationen. Sonst noch Sachen. Ja, Blödsinn, ja. 2,3 zu 4,7. Bullshit von EA, ja. Die Statistik, okay. Aber ist mir scheißegal, das ist für mich ist das keine Niederlage, ja. Für mich ist das mindestens ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein Sieg für mich. Ich habe in diesem Spiel nicht schlecht gespielt, der Gegner war nicht so gut, dass er 6 Tore schießt, ich war aber so gut, dass ich mehr schießen hätte müssen. Ja, 0-3, Digga, da sind wir ein bisschen unter Wert geschlagen. Sag ich euch, wie es ist, ja. Komm, wir steigern uns wieder ein bisschen. Vorher 5, jetzt 6 Stück. So. Gott zum Schmerz, dass wir gehen rein in die nächste Partie. Lacroix, Digga, ich mache ein Tor mit meinem Innenverteidiger. So scheiße bist du. Let's go, Digga. Come on. Ledley King, Digga. Spurs Ratte, Digga. Unter mein Eiri. Boah, kurze Ecke, Digga, den musst du halten. Torhüter, ja. Werner, Mann. Sehr schön, Rashford. Digga, wahrscheinlich, warum schießt du den zentral? Oh mein Gott, hat der ein Glück. Dieser kleine Eiri, Digga. Es muss schon längst ein zweites Tor haben. Kann nicht gegen so einen schlechten Gegner verlieren. Der ist nicht gut, come on. Ja. Digga! Oh, ich habe mich verdrückt. Ich bin der dümmste Spieler der Welt. Nein. Ich habe L1 gedrückt aus Versehen. Alter.
Mann, ist das ärgerlich. Sophia Smith unter meinen Eiridegern. Ich hoffe, seine Eltern finden heraus, dass er ihre Kreditkarte verwendet hat und er kriegt Schläge auf den Popo ohne Spaß. Hat dieser kleine Eiri hat das verdient. Wirklich. Mit einem 1000-Millionen-Team, wenn das Spiel 2 Wochen draußen ist, Digga. Wir brauchen ein Tor, Digga. Das gibt es nicht. In der Viertelstunde kann man auch potenziell 5 Tore noch schießen. Oh Mann! Das ist so. Schaut euch das an! Buteas! In der Viertelstunde kann man auch potenziell 5 Tore noch schießen. Ja, ist mir egal. Schieß deine Tore, Freude. Ich kauf dir ein Eis, du kleiner scheiß Schwitzer, Digga. Deinem 10-Millionen-Coin-Team in Woche 2. Er hat mehr Geld investiert in das Spiel als ich. Ist halt so und deswegen mag ich ihn halt mehr, ja. Und deswegen gönnen sie ihm halt den Sieg. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Gilt, ist ein Naturgesetz in FIFA, gilt seitdem es Ultimate Team gibt, seit, weiß ich nicht, FIFA 9 oder so, wo das rausgekommen ist. 0-4 gegen so einen Scheißgegner. Ja, das Ding ist halt, Problem ist halt, einen viel einfacheren Gegner als den gibt es fast gar nicht. Ich glaube, wir sind sogar schlechter als letztes Mal. Letztes Mal waren wir, glaube ich, nicht 0-4. Letztes Mal, glaube ich, habe ich das 4. Spiel sogar gewonnen. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gewinnen müssen. Stop the cap! Ja, das ist so, wieder ein paar Habanero-Gummibärchen auf Chillig. Ach, wir gehen rein in das nächste Spiel. Wir haben die Halbzeit für heute erreicht. Fünf Abwehrketten, du kleiner Hund, Digga. Digga, wo spielst du hin? Mann! Digga, Upamecano, ich werde gegangbankt von dem. Sehr schön, Digga, ein Kunku, let's go, Digga. Come on, aber die 5er Abwehrkette von dem wird halt grauenvoll, da irgendwie Tore zu machen. Ich check auch nicht, wie er mit 2 Tore schießen konnte, er war auf einmal komplett frei durch, aber... Werner, Digga, 2-2, come on, let's go, game on, Digga, ich hab's gewusst, dass hier was drinnen ist, auch wenn ich früh in Rückstand gegangen bin. Auch wenn es schlecht ausgeschaut hat. Elfmeter, Digga, let's go, Digga. Bin ich einmal Real Madrid. Sehr, sehr geil. Let's go, Digga. 3-2, wir gehen in Führung. Ich glaube, das erste Mal, letztes Spiel war ja auch in Führung, aber trotzdem. Nach 0-2 Rückstand, sehr, sehr schön. Schade, Werner wäre durch gewesen, aber die Torhüter sind halt leider super OP in dem Scheißspiel, Digga, ja. EA, das solltet ihr ein bisschen patchen, ja, Sommer. Ja, Jan Sommer ist krass, aber Jan Sommer ist nicht Manuel Neuer, ja. Er ist der Schweizer Neuer, wenn du so willst, aber er ist nicht Neuer, ja. Gut verteidigt, der Torhüter irgendwie mit seinem Rücken, Digga. Das ist auch wieder, was passiert nur in dem Spiel, ja. No look safe vom Torhüter einfach. Ah, Digga, du machst die Parade halt direkt vor seine Füße, Digga. Das ist halt dumm. Let's go, Digga. Der Kickoff funktioniert einmal bei mir. 4-3, die Wechsel kommen rein. Perfekt gemacht, Digga. Werner, danke noch für das Tor. Ist wieder alles in Ordnung. Ja, Kickoff-Glitch gibt es auch in dem Spiel. Beschwere ich mich in dem Fall nicht, ist aber auch eigentlich lächerlich. Müsste man eigentlich auch low-key patchen, auch wenn ich es dann jetzt hier 3-3 noch stehen würde und ich das Tor nicht haben würde. Obwohl ich gerade davon profitiert habe, sage ich trotzdem, dass man das eigentlich patchen müsste. Digga, und da lässt er sich so drehen. Halt die Fresse, Digga. Perfekter Assist von meinem eigenen Spieler, Digga. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist so lächerlich. Komm, halt die Fresse, du bist nicht gut, Digga. 2 seconds later.
Digga, nein, das gibt's nicht. Mamusch, du kleiner Hund, Digga. So gut bist du auch wieder nicht, ja. So unfair. Ich gönn's dir null, ja. Ich gönn's dir nicht. Ich gönn dir diesen scheiß Sieg nicht. Ich gönn dir diesen scheiß Sieg nicht. Du hast ihn nicht verdient. Ja, du hast ihn nicht verdient mit deinem scheiß Mamusch, der scheiß Bayern-Fan oder was auch immer du bist, Digga. Du hast diesen beschissenen Sieg zu 0% verdient. Zu 0 scheiß Prozent. Diese Gegentore waren lächerlich. 5 Abwehrkette schwitzen, du bist scheiße, deinstallier das verfickte Spiel. Tu uns einen Gefallen und deinstallier den Scheiß. 0-5, das stimmt nicht, ja, das stimmt nicht. Es ist nicht so schlecht, ich spiele nicht so scheiße, ja, es ist einfach ein beschissenes Spiel. Von vorne bis hinten wird man da verarscht. Die letzten beiden Spiele beide an der Kippe, die könnte ich beide locker easy gewinnen. Locker easy, wenn das Spiel nicht so scheiße wäre. So, die nächsten Gummibärchen sind inhaliert, Nummer 5 schon. So, ich mache heute noch 3 Spiele und die will ich alle 3 gewinnen, ja. Alle 3 Spiele, ja. Nein, nicht fahre ich nach Vancouver, Digga. Ja, immerhin eine 4er Abwehrkette, aber trotzdem ein P-Team, Griezmann, ja, komm. Ja, so einfach kann es auch gehen. Das ist lächerlich als fuck, Mann! Ich geh 0,15 die Woche! Weil jeder schon 10 Millionen in dieses Dreckspiel investiert hat. Ist auf einmal jeder reich, Digga. Regnet's auf einmal irgendwo Geld draußen. Und jeder investiert in dieses scheiß Spiel oder was? Geht doch, Digga, ja? Auch mal ein Türchen, sehr schön, ja? Jeder Schuss drinnen, Digga. Jeder Schuss ist drinnen, ja. Rodrigo, Digga, der hat alle, Digga. Der hat alle, Digga. Das ist auch ein Millionen-Coins-Team. Er macht nichts Weltbewegendes. Er hat einfach ein krasses Team, das war's. Das verteidigt für ihn, das greift für ihn an. Die machen die perfekten Laufwege. Da funktioniert alles, ja. Schaut euch das an, ja. Schaut euch das an, wie mein Innenverteidiger da. Diesmal gehe ich raus. Ist mir scheißegal. Du dummer Nuttensohn, Digga, mit deinem scheiß OP-Team, Digga. Spiel alleine, Digga. Es interessiert mich nicht, ja. Ich kann einfach gleich das ganze Sackerl essen und wir ersparen uns den Blödsinn. So. Fällt meins runter, ja. Maschine Nummer 7. Digga. Ich hab's kommen gespürt, irgendein beschissenes Eckballtor. Danjuma, der ist 1,70. 1,70 fliegender Holländer, Digga. So ein Blödsinn. Was ist das für ein Pass? In keinem früheren FIFA waren die Pässe so beschissen. Weißt du, wie geht der rein? Wie geht der rein? Das ist so lächerlich. Wir gehen 0,15, ich sag's euch. 0,15 gehe ich diese Woche. 0-15, kein Sieg. Mir ist kein Sieg gegönnt. Ja, die hassen mich hier, ey. Weiß nicht warum, was ich ihnen getan habe, Digga, aber es ist scheinbar so. Comeback is on, come on. Klar, dass er hier die rote nimmt, weil sonst wäre ich hier durch. Ja, komm, er kriegt nicht mal rot. Schiedsrichter können auch gepatcht, Digga. Und das ganze Spiel generell gehört einfach deinstalliert, ja. Gegen so einen schlechten Gegner zu verlieren, das ist Wahnsinn, ja. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Das ist rekordverdächtig schlecht. Das wird das legendäre 0-15. Wir sind dem nahe. Gibt nicht viele Leute, die das schaffen, ja. Das ist fast schon legendär, ja. Wenn du Weekend League dabei bist, normalerweise, du schaffst ein paar Games, ja, vielleicht. Es gibt auch Leute, die nur diese 2 Wins schaffen, ja, aber 2 Wins sind 2 Wins, ja, 2 Wins sind 2 Wins. So wie das bisher läuft, sehe ich nicht, wo diese 2 Spiele herkommen sollen, ja. Und ich habe am Anfang noch groß gesagt, 6 Spiele, Digga. Ja, 6 Spiele noch fast und dann ist es eh aus eigentlich. So. Eins machen wir heute dann noch. Also eins machen wir jetzt noch. Hahaha!
Digga, da kann ich nur drüber lachen und auch noch Doku, Digga, ja. Bevor der so ein Tor schießt, Digga, ja. Dann patch dieses Spiel hier, ja. Und ich sag's heute schon zum 10. Mal. Elfmeter. Immerhin. Let's go, Digga. Sehr schön. Thuram ist mal durch. Thuram, Digga. Ja, super, Digga. Wahrscheinlich hält er den. Was soll ich noch machen? Was soll ich noch machen? Was soll ich noch tun? Eigentlich ausgeglichene Stats, trotzdem verloren, ja. 0-8, noch kein einziges Spiel gewonnen. Alle Spiele knapp, hart umkämpft. Extreme, ekelhafte Schwitzerei. Verstehe es nicht, aber ja, mehr Pech kann man, glaube ich, nicht haben, als ich heute jetzt in dieser Session, ja. So mehr Pech geht eigentlich fast gar nicht. Also ich müsste locker mindestens 3-4 Siege haben heute, jetzt schon. Locker, ja. Da waren mehrere Spiele jetzt dabei, die auch ich gewinnen hätte können, ja. Wo genug Chancen da waren, wo genug da war, ihr seht es ja, ja. 2x1 gegen 1 mit Thuram, beide Male nicht drinnen, ja. War auch kein Gegenspieler da, der Torhüter macht einfach Paraden aus, weiß ich nicht, die kein Mensch verstehen kann. So, es wird jetzt Zeit für den Redemption Arc. Es wird Zeit, diese wirklich miserable Bilanz auszubessern. 0-8, 7 Spiele sind noch übrig. Ich habe keine Ahnung, was da noch möglich ist. Wir werden nicht alle 7 Spiele gewinnen, aber das Beste jetzt noch rausholen. Ich muss jetzt wirklich fokussiert spielen, konzentriert spielen. Ja, das ist wirklich eine absolut bodenlose Bilanz. Ich bin nicht gut, aber come on. Ja. Es ist so offen alles, ich kann hier nichts machen, wirklich. Ja, man kann den Ball halt nicht klären. Dann drückst du halt logischerweise Viereck, rote Karte, du kleines Dreckspielmann. Und das Schlimmste ist, der denkt, der ist gut. Der ist nicht gut. Das ist kein guter Spieler, Mann. Gott, der geht da einfach, tunnelt die alle, ja. Wenn halt kein Spieler hingeht. Bei mir macht der CPU halt nichts. Bei mir ist der CPU für den Arsch. Der hilft mir nicht, der schadet mir eher. I play a lot of Fortnite. Geh halt einmal auch was bei mir rein, das kann doch nicht sein. Er schießt ihn direkt an, das ist lächerlich, ja. Beim Gegner macht er das nie. Das ist so ein Tor erziele ich, ja, irgendwie mit meinem Innenverteidiger nach vorne rennt, ja. Es ist so ein lächerliches Spiel. Da muss ich über meine eigenen Tore sogar lachen. Ja, was soll ich da machen? Man kann nichts machen. Ja, jeder vom Gegner ist auch schneller, jeder Spieler. Was willst du da tun? Wieder ein 1000 Millionen Coins Team. Das hat halt scheinbar jeder so viel Geld. Wir gehen einfach 15-0, Digga. Das ist crazy. So, wieder die Gummibärchen. Elfmeter, ja, okay, sehr schön. Das ist so ein Dreckspiel, ich hab rechtzeitig gedrückt. Scheiß Input-Delay, ich fick eure behinderten Server, Mann. Ich hab rechtzeitig gedrückt, so ein Dreckspiel, Alter. Das war manipuliert, Digga, ich hab rechtzeitig gedrückt. Sehr schön, Digga, James, come on, dann halt so. Let's go, Digga, Werner. 2-0, come on, wichtig. So, ist nicht mehr viel Zeit übrig.
Das musste ja sein, ja, dass er noch irgendein lächerliches Tor geschenkt bekommt. Ja. Let's go, Digga. Erster Sieg, Digga. Hat eh lang genug gedauert. Come on. Haben wir uns verdient. 5 Spieler sind noch übrig. Come on. Gib mir gleich den nächsten Gegner. Ich bin jetzt gut drauf. Come on. 2 seconds later. Ist lächerlich, Digga. Und dieser scheiß Son wieder. Ja. Alfonso Davies, spiel einmal so in echt in deinem Leben. So gut kannst du nicht verteidigen, du bist nur schnell, das war's, Digga. Und immer einer meiner Top 5 Most Overrated Spieler, Alfonso Davies, Digga. Einfach ein gescheiterter Offensivspieler, der halt super schnell ist. Und weil die Bundesliga halt nicht die aller krasseste Liga der Welt ist, reicht's da halt irgendwie als Linksverteidiger. Aber defensiv ist er eigentlich nicht wirklich so krass. Und das ist eigentlich sein primärer Job als Außenverteidiger. Mach deine Ecke, Digga. Ja, wie groß ist der? 1,60? Mann, ein paar Jahre, Digga. Ja, 1,60. Ja, er macht mir ein Eckball-Kopftor. Das geht auch nur in diesem Spiel. Muss ich jetzt noch was sagen? 3-0. Also, wer mir hier erzählt, dass das ein gerechtfertigter Spielstand ist, der hat wirklich IQ auf Raumtemperatur, ohne Spaß. Das kann nicht sein. Ich habe in dem Spiel nichts falsch gemacht. Rein gar nichts. Es war ein fehlerfreies Spiel von mir. Stop the cap! Da, du kannst nichts. Das meine ich. Du kannst nicht einfach so bei mir durchgehen. Nur wenn dich das Spiel halt lässt. Weil das Spiel halt scheiße ist. So, die nächsten Gummibärchen kommen jetzt rein. So. 4 Games noch. Wir müssen das Beste draus machen. Das ist so lächerlich! Wie er sich da durchpackt und wie er da nochmal den Ball kriegt. Ja, natürlich ist es kein Tor. Eh klar. Werner Tempo Boost, Digga. 1-1, come on. Wichtig. Das ist so lächerlich. Wer war das, Haaland, du kleiner Nuttensohn, Mann? Kein Gegner spielt besser als ich. Ist euch das schon mal aufgefallen? Es hat jeder nur bessere Spieler. Das war's. Das ist der einzige Unterschied. Eh klar, dass das geblockt wird. Warum auch nicht? Sonst würde ich ja ein Tor schießen. Das wäre ja crazy. Das Spiel will wirklich unbedingt, dass er gewinnt. Ja, okay, von mir aus dann gewinnt er halt. Super. Freut euch, scheiße, ey, Digga. Ja, komm, da waren dann wieder 20.000 Spieler von ihm eh schon hinten drinnen. Da kann man nichts machen, ja, wenn die das einmal bei mir so verteidigen. So, bestenfalls können wir jetzt dieselbe Bilanz haben wie letzte Woche, ja. Dafür müssen wir jetzt aber dreimal hintereinander gewinnen. Und so wie das bisher läuft, ist das absolut unmöglich. Oh mein Gott, Digga. Let's go, Digga. Wir kriegen eins geschenkt. Jawohl. So geht's auch, Digga. Bei dem ganzen Pech bisher ist es mehr als nur verdient, sag ich euch, es ist. 2 seconds later. Was macht der Torhüter da, Digga? Wenn du so zaghaft hingehst, ja, das ist keine Chance. Werner, Digga, let's go, man. Packt sich irgendwie durch. Sehr schön. Das ist so lächerlich. Sinnlos.
Sinnlos. So, letzte Bestrafung. Es geht nichts mehr, das letzte Spiel schenke ich her. Das war's. So, Rang 10, sehr schön. Die schlechtesten Belohnungen, die man kriegen kann. Sehr, sehr nice, dass wir die bekommen. Ja, 2-13 ist unsere Schlussbilanz. I prefer really not to speak. Das heißt, wir kriegen nicht mal den Team of the Week Spieler. Natürlich sehr, sehr nice und absolut bodenlos natürlich von EA. Es waren wirklich sehr, sehr viele knappe Spiele. Spiele, die ich gewinnen hätte können, müssen, sollen, egal wie du es formulierst. Es hat halt höchstwahrscheinlich am Team gelegen, dass es halt mittlerweile einfach schon wirklich halt legit zu schlecht ist, weil viele halt ihre ganze scheiß Kreditkarte reingeballert haben. Es sieht sehr schlecht aus, aber es könnte auch locker 6-7 sein, sage ich, wie es ist. Und ja, wir gehen rein ins Opening. Auch alles untrade, wird auch wahrscheinlich kein Walkout geben. Das ist eigentlich komplett unnötig, nur für SBCs wahrscheinlich, wenn überhaupt ein paar Spieler. In der Hauptzone Quarz geht ja, nochmal komm. Wieder nix. Und das letzte Pack. Acerbi, sehr schön, okay. Geile Rewards auf jeden Fall auch von EA. Das passt eigentlich zu dem Spielglück, das wir hatten, perfekt dazu. Ja, es war scheiße, es ist nicht besonders gut gelaufen. Ich hoffe aber, dass es euch trotzdem gefallen hat. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ciao.